Moin Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Monster Legends mit eurem Schlosskonflikt bzw. das Keller-LPM. Ja, und ihr seht es, Monster Legends funktioniert wieder bei BlueStacks. Es hatte ein Update, was ich mir gerade heruntergeladen habe und es funktioniert. Und ich dachte, als allererstes werden wir jetzt, da es mehrere Leute so wollten, ein wenig unterschiedliche Monster in Dungeons ausprobieren. Ich weiß nicht, welchen Dungeon wir machen. Wir machen einfach mal den hier. Und gucken mal, wie wir unser Team anders zusammenstellen können. Ihr kennt ja hier mein normales Team. Das sind ja hier die drei. Und die hauen wir mal raus und packen neue rein. Ich würde sagen, wir bleiben aber bei Legendär und ja, Wasser irgendwas rein. Machen wir hier die Eisfee rein, weil ich irgendwie Lust drauf habe. Feuer können wir auch mal was reinmachen, mein Godzilla. Und vielleicht dann noch ein Metall. Was hätten wir denn hier? Unseren Tomato, den können wir auch nehmen. Gut, dann wird das unser Team. Was wir mal ausprobieren können. Ich habe lange nicht mehr gezockt. Also, müsst ihr wissen, ich habe wirklich lange nicht mehr Monster Legends gezockt. Und deswegen werde ich erstmal gucken, was das hier alles so bringt. Okay, das friert alle ein. Das ist natürlich gut. Nur der will nicht. Und das ist nicht so gut. Schwerer Schaden. Vielleicht Doppelschaden. 50% mehr Ausdauer und Präzision. Die können gelähmt werden. Alle kriegen Feuerschaden. Gut, dann machen wir erstmal die prähistorische Macht. Und dann kann mein Tomato ja noch irgendwas reißen. Mal sehen. Ausdauer. Ach, machen wir mal das hier. Den Gegner verbrennen, auch gut. Ja. Aber ich bin jetzt schon ein bisschen froh, dass das wieder funktioniert. Dann kann ich nämlich wieder Videos für euch aufnehmen. Ne? Das war nämlich nicht so ganz so, wie ich das haben wollte. Und ja, aber jetzt klappt das ja alles wieder. So, verbrennen. Metallschaden. Irgendwas mit Ausdauer. Und noch was anderes. Dann verbrennen wir doch den da unten mal. Brenne, mein Freund, brenne. Und die betäubende Fresse wollen wir jetzt nicht reinhauen. Ja, mehreren Gegnern, das ist gut. Oh, den machen wir jetzt auch down. Um, so einfach geht das. Ja, wie gesagt, es haben sich ein paar Leute gewünscht, dass ich mal auch so PvP oder sowas mit anderen Monstern mache. Und ich dachte, wir versuchen das jetzt einfach hier ein bisschen in den Dungeons. Und jetzt gehen wir rüber zum PvP und probieren einfach da mal aus, was so ein gutes Team kann. Ich werde jetzt mal gucken, was ich hier denn alles einsetzen kann. Obwohl, eigentlich wird es hier ziemlich schwierig, denn... Ja gut, eigentlich müssen wir dabei bleiben. Machen wir den Krampus und... Dann würde ich sagen, machen wir als letztes halt noch den Killer der Meere rein. Ja gut, viel haben wir jetzt nicht geändert, aber jetzt haben wir noch einen Krampus drin. Ne? Ein Krampus ist immer gut. Da haben wir direkt schon einen, gegen den ich nicht kämpfen will. Wieder. Der hat so wenig Punkte, warum? Ist er genauso aktiv wie ich, oder wie? Ja, heute holen wir uns ein paar Punkte. Ja gut, das wird mit den Punkten ein bisschen schwierig. Deswegen passe ich da immer auf, weil dieser komische Roboter sich irgendwie nie lähmen oder einfrieren lässt. Das geht mir meist ziemlich auf den Nerv. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwie packen wir das schon.
Na komm schon, gib mir mal einen Gegner, den ich auch besiegen kann. Nein, das riskiere ich nicht. Obwohl, das hätte ich riskieren können, aber... Ich wollte nicht. Tut mir leid. Ich verschwende eigentlich nur hier die ganze Kohle. 11.000, ja gut. Ach komm schon. Der nächste, der halbwegs schlecht ist, den nehme ich. Genau, nur 10er Runen. Monster Legends macht das so fair einfach. Die fairsten Gegner bekommt man da. Aber wir werden jetzt einfach mal gegen den antreten. Egal, ob wir verlieren oder nicht. Wir haben wirklich allein gefroren, nicht schlecht. Da haben wir zumindest schon mal eine große Chance hier zu gewinnen. Feuergift. Brutal verdickt. Machen wir dem mal Bluthungen. Hat zwar jetzt nichts gebracht, aber ja gut, ne? Hab ich gesagt? Aber mein Barbatos, ich weiß, den kann ich einfach nicht vergessen. Der ist einfach so OP. Ohne ihn wäre ich gar nicht so weit gekommen. Ja, wisst ihr Bescheid. Also, für die, die neu zugeschaltet haben, Barbatos ist mein Liebling und ja, er kämpft immer mit, denn er gewinnt auch immer. Ja, und eine kleine Mitteilung, die ich noch machen wollte. Sofern Monster Legends weiterhin funktioniert, werde ich auch Livestreams machen mit Monster Legends. Dann könnt ihr auch ein bisschen Monster Legends gucken hier bei mir. Live natürlich. Das probieren wir einfach mal aus hier. Und ja, ich denke, das wird eine ganz lustige Runde da. So. Bisher passt ja alles ganz gut. Da kann man sich ja schon fast zurücklehnen. Das setzen wir mal auf den da ein. Brenne. Gut. Hat jetzt nicht ganz so viel gebracht, wie ich eigentlich erwartet habe. Aber ich merke halt schon, Monster Legends ist ein ruhiges Spiel. Denn ich habe ja jetzt letztens ein bisschen COD und so gemacht und irgendwie hat das schon ein wenig mehr Feuer gehabt, mehr Spaß gemacht. Ja, ich denke, so kann man das sagen. Und ich werde einfach mal gucken, wie das jetzt mit Monster Legends aussieht. Je nachdem halt, wie sehr ich da jetzt wieder aktiv werde, werden dann auch wieder Monster Legends Videos kommen. Das heißt, alle, die Monster Legends sehen wollen, dürfen sich freuen. Es kommt wieder Monster Legends. Soweit, dass ja auch alles so funktioniert, wie ich es haben will. Denn wenn das nicht funktioniert und Monster Legends sich nicht starten lässt, haben wir halt ein kleines Problem. Ne? Kann ich dann am Ende auch keine Videos machen. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Gegen den kämpfen wir auch. Wir hauen die jetzt alle weg. Zack. Es trifft natürlich nur einen. Okay. Das ist nicht schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm. Wenn du jetzt die anderen triffst. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir, Krampus. Seht ihr, dafür habe ich Krampus mitgenommen. Damit jetzt nicht einer von den beiden einfach meinen Monster hier zerstören kann, bevor er sie zerstört hat. Deswegen empfehle ich auch Barbatos hier, also einen sehr schnellen, der die Gegner vereist. Und Barbatos, der einfach übelst viel Schaden macht, für die, die es nicht wissen. Ich habe 3 Stärke, 6 Runen auf ihm drauf. Und ihr seht schon, einmal Höllenfeuer mit der Attacke, die ihn verstärkt. Und er ist eigentlich unbezwingbar. Ja, ich würde auch sagen, das war's jetzt mit dem kleinen Video. Ich denke, ich werde jetzt demnächst ein bisschen mehr Monster Legends Videos machen. Vor allem, vielleicht nehme ich heute sogar noch ein paar mehr Videos auf. Zur Vorsicht, damit hier, wenn, falls das mal nicht funktionieren sollte und Monster Legends wieder nicht starten will, dass ich dann ein wenig vorproduziert habe.
Aber im Großen und Ganzen hoffe ich natürlich, dass euch diese kleine Folge hier gefallen hat. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!